Ja, fliegen machen. Einfach leise, nicht bellen. Jetzt war mal, da sind noch zwei, drei sehe ich noch auf der Karte. Was ist hier los? Was ist das? Wer ist da? Was ist hier los? Wer ist da? Was ist hier los? Was ist hier los? Wer ist da? Was ist das? Okay, irgendwo muss ja einer sein, weil da redet ja ganz klar jemand. Könnte ja sein, dass er vielleicht irgendwie unter der Map ist. Sieht aus, als wäre er unter der Map.
meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Ruhe. Jo. Zwei. Hey, wer ist da? Was ist hier los? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Nope. Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Hast du weiche Knie bekommen, was? Boah, ho, ho, ho. Alter. Was ist denn das bitte? Was ist? Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Hast du weiche Knie bekommen, was? Soll das etwa alles sein? Deiner Freude. Ich. Ah, gut getroffen. No curva. Ah. Fort. Ich bin hier drüben. Ja. Ach, Menno. Ach, Menno. Und jetzt so weit wieder zurück. Ja. Ja, ja, jup, jup, jup. Zum Glück habe ich mal noch gespeichert. Okay. Die definitiv mal aus, damit wir leiser sind. Und dann nochmals probieren. Weil es... Ich weiß halt nicht, ob das mit dem Dolch funktioniert.
wenn wir wirklich uns anschleichen und... Das ist natürlich... Das ist jetzt so wirklich... Es ging so weit, so gut. Und jetzt noch am Ende... Aber ich find's halt extremst fies, wie die... Ja, was halt bei denen möglich ist an Kämpfen. Nö. Alter, jetzt habe ich natürlich wieder das Problem. Oh, ich möchte doch nur das schaffen. Aber die sind halt so unfassbar gut gerüstet, ne? Was ist hier los? Hey, wer ist da? Wer ist da? Hey, wer ist da? Was ist hier los? Was ist das? Hey, wer ist da? Was ist das? Da? Ja, Mist. Augenblick. Mir ist gerade der Ton abhanden gekommen. Ja. Wieder keinen Saft mehr auf den Kopfhörern gehabt. Das ist unmöglich. Du musst das Schleichen schaffen. Kämpfen bei denen? Vergiss das. Vielleicht noch. Eine Idee hätte ich noch. Ähm
wenn wir mal auf die Nacht warten. Das wäre doch eine Möglichkeit. Aber selbst dann weiß ich's nicht. Wie soll ich sagen? Ich fühl's nicht. Oh, jetzt natürlich noch der Rasenmäher vom Nachbau. Kurzen Augenblick, bitte. Kunesch hat die Wahrheit gesagt. Aber den Kelch kenne ich doch. Er gehört Beran. Und der ist wohl auf. Ich habe ihn in Ratai unter den Flüchtlingen gesehen. Er trägt stets rote Kleidung. Was nun?
Gut, Nachbar ist fertig. Jetzt mal schauen, ob wir hier auch nochmals ausgraben können. Ja, das ist wunderbar. Ja. Ich kann nicht spurten, wenn ich überladen bin. Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich rauskomme, ohne gesehen zu werden. Jetzt un momento mal bei den Rüstungen. Schlappen. Der hat Verteidigung ziemlich low. Humanische Armschienen. Die habe ich abgemacht. 44, Haltbarkeit 1111, das ist weniger. Kumanischer Helm. Zustand 1%, ja, das ist vielleicht dann nicht mehr gerade etwas Sinnvolles. Nackenschutz könnte man. Ja, das wäre auch... Ich schaue nachher nach. Gut, dann... Wir haben jetzt wirklich alles angeschaut. Von unseren Möglichkeiten. Die Pfeile können wir nicht mitnehmen. Jetzt heißt es nur noch rauskommen. Ich mache mal kurz leise, damit die Nachbarn sind ein wenig laut, damit einerseits ihr das nicht hört und andererseits ich mich da komplett konzentrieren kann beim Rausschleichen. Bis gleich. Okay, in der Nacht wäre es einfach. Da müsste ich... da haben wir jetzt ein paar schöne Rüstungssachen, wo wir
definitiv uns ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein wenig das aussuchen können, was wir wollen. Aber Schnellreise geht wahrscheinlich nicht, wenn wir... Genau, man kann nicht schnell reisen, wenn man überladen ist. Dann geht's auf die lange, lange Reise mit einem unglaublich vollen Rucksack. Uff. Ja, was soll ich sagen? Das wird witzig. Aber ich möchte zuerst ein bisschen Weg zwischen der Stadt und dem Gebiet bringen. Moment mal, ich muss hier in die Richtung. Ja. Weil wegen... nicht, dass ich da plötzlich im Kommandolager bin. Verzeiht, im Kommandolager bin. Das wäre unklug, wenn ich dann jetzt dorthin gehe. Einfach ein bisschen... Ja, oder war mal wieder dort unten pennen. Dort, wo wir das letzte Mal gespeichert gepennt haben. Weil dann habe ich ja die Missionen auf sicher. Bis dahin. Und dann ist es nur der Weg zurück, der mir verloren gehen werden könnte. Ja, aber ich habe gedacht so, okay, wenn ich jetzt schon hier bin, komm, einmal aufladen, fertig. Das geht jetzt nicht anders, vor allem da die Banditen, die hatten doch ein bisschen was. Aber ich bin gerade bewusst nicht mit Fackel am umhergehen, weil einfach ein bisschen Bammel vor Kumanen und solch gleichen Gesellen, dass man einfach das ein bisschen die Gefahr reduziert. Weil ich möchte so gerne als möglich das alles verkaufen. Weißt, Zaster, so ein wenig eine Schuld beglichen sehen gegenüber den Banditen. Also ich denke, das sind die Banditen aus der Zwischensequenz. Wenn ja, dann muss ich... Wo ist das? Ich glaube, es auf der gegenüberliegenden Seite des Sees. Dieses Örtchen nicht ausräuchern, sondern kann, ja, blöd gesagt, sagen, okay, es ist jetzt Vergangenheit, weil es ist, ja, die wurden getötet, wie in der Sequenz. Also die reiten durch, einmal Schwerthieb, fertig. Dann ist das für mich soweit okay. Aber das Schwert, schwerer Kriegshammer, Knappenschwert. Nee, das die eine Ding sehe ich jetzt gerade nicht. Aber noch Nahrung.